Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Schroff gezockt Checkout mit SNK Arcade Classics. Wir gucken uns heute ein tolles Spiel an namens The King of Fighters 94 und das Spiel ist von 94, wie der Titel des Spiels ja auch schon sagt, ist ja im Logo. Ja, Light Punch, Strong Punch, Strong Kick, Light Kick, Strong Punch, Strong Kick, ich glaube mehr brauche ich gar nicht. Dann kann es schon losgehen hier, ne? Achso, guck mal. Okay. Irgendwie, wenn man die Knöpfe zusammendrückt, heißt das auch noch irgendwas. Habe ich jetzt verpasst. Muss man einfach Learning by Doing machen. Und ich sag mal so, ne? Das sind nur vier Knöpfe. We are opening. Das sind nur vier Knöpfe. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel Mortal Kombat X gespielt. Da muss ich mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Das ist jetzt hier natürlich, glaube ich, ein bisschen einfacher. That's all. Ja. Das sind ja alles Recken da, mein lieber Mann. So, King of Fighters. Ja, da wo jetzt steht Press Plus, stand früher natürlich Insert Coin. Also werf Geld ein, du Idiot. So, wen nehmen wir denn hier? Dieses Team mit dem schönen, starken Typ dabei? Oder USA? Oder Japan? Oder China mit ganz vielen kleinen? Italy? Das sind ja die Leute, die man schon aus Final Fight kennt. Die kommen aus Italien? Hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt haben wir die natürlich wieder automatisch ausgewählt, weil ich Idiot wieder verpennt habe, dass hier wieder irgendwo die Zeit abläuft. Ach, guck mal, ich soll jetzt aussuchen, wer kommt als erstes, wer kommt als zweites. Also ihn fand ich ja ganz cool eigentlich beim ersten Teil. Zuerst geht's gegen Team Brasil. Natürlich im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ein kleiner Affe spielt den Linienrichter. So, ich versuche ja gerade irgendwelche Moves. Ach du Scheiße, das ist ja richtig hier mit Blut und sowas, ne? Ja, der Special Move ist anscheinend nicht so angesagt hier. Boah, der hat auch so einen Schocker dabei oder sowas. Smack. Jetzt müsste doch wahrscheinlich mein Teamkollege kommen. Das war mal ein gutes Combo hier. Stabum. So, als Rache. Terry Bogard, genau. Der mit der Mütze. Den kennen wir doch schon aus Final Fight, also im ersten Teil von King of Fighters. Er ist aber optisch deutlich mehr aufgebohrt. Oh, so ein Brawler hier. So, jetzt auch gut. Immer ran an den Mann und. Blocken, das ist auch noch nicht schlecht, ne? Schön in die Eier boxen. So, jetzt haben wir da unten auch noch so eine Power-Anzeige. Ich weiß nicht genau, wofür die steht und wie man die auflädt, das ist auch noch die Frage. Yay! Ach guck mal, hiermit lade ich die auf. Maximum. Boom, boom, boom. Wahrscheinlich kann man die. Genau, die kann man einmal im Kampf aufladen. Oh Mann, ey. Oh. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht auf den Kampf konzentriert, merke ich gerade. Yeah, we are stronger in battles. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, Continue nehmen wir natürlich, aber vielleicht nehmen wir mal eine andere Mannschaft, falls ich das jetzt aussuchen kann. Ich hätte doch gerne mal so einen richtig starken Kerl dabei. Die sehen natürlich ganz gut aus. Dann nehmen wir mal USA. Team USA hat bestimmt starke Kerle dabei. Und Brasilien machen wir natürlich platt. Ein Basketballer, ein Footballspieler und wer ist der andere da? Der ist so ein Boxer. Nun sind wir doch mal gespannt, was uns jetzt erwartet hier in diesem tollen Tatsache, der hat den Basketball noch dabei. Der blockt nur alles weg hier, der Typ. Ja.
Das ist, glaube ich, auch nur... Ja, genau. Es ist für eine bestimmte Zeit, dass man die Power so anhebt. Boah. Bläm. Also diese Knockouts, die sehen ganz geil aus. Ne? Also mit, dann wird so ein bisschen runterbeschleunigt. Oh, der kann aber nicht besonders hoch springen, aber boah, dafür hat er mal ordentlich Kraft in den Armen. Ivan! Power! Nicht schlecht. Brian Battler. Der macht seinem Namen alle Ehre, der Typ. Oh, jetzt werde ich auch noch geworfen. Das ist aber nicht nett. Volle Power! Oshi! Geh mal rein auf die Möhre. Oh. Nein. Bist du wohl... So. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den werfen kann. Das habe ich auch gerade schon mal versucht. Vielleicht die beiden zusammen hier. Ich weiß nicht. Oh. Na komm. You lost. Ich glaub's aber. Da müssen wir es wohl den Boxern überlassen hier. Das ist ein Boom. Genau. Der hat nur Boxattacken. Der tritt nicht. Da boxt er ihn aus dem Leben. Uff. Ihr wart keine würdigen Gegner, ihr Luschen. Na, das wollen wir doch mal sehen, wer jetzt kommt. Ach ja, Korea, die hatte ich auch in der Auswahl. Die haben so eine Art Freddy Krüger dabei, so einen ganz kleinen da. Bin ich ja mal gespannt, was das jetzt wieder wird. Ja, Inu, komm. Ach so, ja, ich muss immer aussuchen, wen ich hier nehme. Ja. Oh, mit Intro auch noch jetzt. Da stehen sie schon hinten an. Boah, der kann mit dem Basketball werfen, ist er. Oh. Hey, ich glaub's ja wohl. Voll mächtig in die Eier geboxt. Das bringt mir, glaube ich, nicht besonders viel, dass ich den aufgeladen habe gerade. Ja, ich hatte gedacht, ich mache das jetzt einfach schon mal für ihn, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, leider nicht. Na, boah, den Kleinen trifft er ja kaum mit seinen Attacken hier, der Große. Choi Balance heißt der. Was ist denn das für Korea? So kann man aber nur heißen, wenn wir in Korea sind. Ne? So, Freddy Krüger in Mini-Ausgabe ist schon mal alle. Jetzt haben wir noch einen. Oh. Was hat er denn da für eine Kugel dabei? Hast du den Luftballon von der Kirmes mitgenommen oder was ist los? Upsala. Jawohl. Kick ins Gesicht. Die beiden zusammen ist werfen. Sehr gut. Boom. Team Combination isn't too bad. Ja, Amerika weiß, wie es läuft. Japan. Nun ja, dann gucken wir doch mal, was die so drauf haben. Wo kämpfen wir denn da? Das ist ja Wahnsinn. Er steht da nur und wartet ab. Wenn du noch länger wartest, dann bist du jetzt aber auch weg. Du Nase, du. No problemo. Wer kommt nun?
Oh, Mr. Stylo hat hier. Hat die Haare schön. Und eine sehr enge Buchse an. Wer ist er? Nee, eine Frau ist er nicht, oder? Nö, von der Stimme her auch eindeutig ein Kerl. Was hat er denn jetzt gerade mal seine Jacke weggeschmissen? Das nichts wert hier, dann weiß ich es aber auch nicht. Bam, bam. Also diese Dreier-Team-Fighter, Tournament-Fighter, die fand ich eigentlich auch immer ganz cool, aber irgendwie habe ich selten welche gespielt, muss ich gerade mal so gestehen. Gab doch irgendwie noch so eine, wie Street Fighter gegen SNK oder sowas, der war dann auch so mit Dreier-Teams immer. Moitaro. Moitaro? Kann leider kein Japanisch, kann ich jetzt leider nicht sagen, was der von mir wollte, der Kollege. Ups. Oh, Kasagi, hier hast du einen Basketball. Was zum Spielen? Wie weicht der denn immer aus? Ziemlich wacke Angriffe hier, dieser Typ. Bam! Aber trotzdem schön in die Moppe getreten. Whoa, holla holla! Are you really the number one? Tolle Sprüche haben sich da ausgedacht. Komm, wir nehmen mal ihn zuerst. Aber auch die Kombination mit dem Basketballer als, mit dem Boxer als erstes ist auch nicht schlecht, ne? Der haut ganz gut welche weg. Also auch eine coole Location, ne? Oh. Nix da aufladen hier. Oh, fuck. Oh ja, okay. Jo, Robert Garcia. Ach, den kennen wir doch von Art of Fighting. Der macht mich aber gerade ordentlich fertig hier. Ja, ich merke schon, dieses King of Fighters ist so eine Superstar-Ansammlung von SNK-Spielen. Ja, ist auch cool. Ach, da hinten stehen auch die anderen beiden. Also da ist der eine da von Art of Fighting, kennt man ja auch. Boah, Hadoken, Hashoken, Hoken. So ein riesen Amerika-Tattoo am Rücken. Super. Kamona, Kamona. Ryo Sakazaki, genau. Boah, gut, den haben wir jetzt schon mal ordentlich benebelt gemacht. Ach so. Ich dachte kurzfristig, ich wäre der Kämpferschnitt da. Boah. Oh fuck, ey, wirklich ein Kampf um Leben und Tod hier. Ach, der war doch schon so gut wie platt, ey. Wie viel Energie kriegt er denn jetzt noch wieder zurück? Das ist ja der Wahnsinn. So, nimmst du mir meinen Basketballer auf die Nase. Zack, gar nichts an Energie verloren. Leider ist der Basketballer nicht besonders gut. Ich glaube, gegen den verliere ich jetzt, gegen so einen anderen Typen, ne? Hola, hola. Ui. Steuerung spackt gerade rum. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Continue habe, weil gegen ziemlich viele Teams haben wir eigentlich schon gekämpft, ne? Ich glaube, dieses Spiel kann man sogar relativ flott mal durchmachen. Obwohl, welche Teams haben wir denn jetzt schon weg? Eigentlich? Versuchen wir die mal eben noch aus und ich denke mal spätestens beim nächsten Continue müssen wir dann nochmal finito machen. Oh, da waren sehr viele Mädels im Team. Habe ich so beim Auswahlschirm gar nicht gesehen. Das sind alles Mädels. Die kennen wir doch auch von Art of Fighting. Das ist ja quasi der Art of Fighting Fight gegeneinander. Gegen die haben wir doch bei unserem Art of Fighting Gameplay verloren. Wie wenig Energie er bis jetzt verloren hat, ist unglaublich. Der hat die Klamotten weggesprengt, ey. Das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja gut, da gibt es ja so ein Beat'em-up. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber nicht in diesem Spiel. Ah, guck mal hier. Die Special Moves, die Funzen. Oh, ich glaube, sie hat so eine Powerfaust hier. Ah, doch nicht. Was war das denn? Oh. Oh Mann, ey. So, jetzt kommt meine letzte. Yuri Sakazaki. Guck mal, das war doch die Schwester von dem Blonden da, den anderen Team hat. So, und sie ist Mai Shiranui. Kenne ich nicht, oder Shiranui. Ah, die hat auf jeden Fall auch so einen Fächer, mit dem sie werfen kann. Ohohoho. Naja, und ist auf jeden Fall so ein bisschen von Chun-Li, glaube ich, beeinflusst vom optischen her. So, guckt euch die Schenkel an. Oder so, ihr Beinkleid. So ein bisschen Chun-Li beeinflusst. Uiuiui. Ja, wenn er hier gleich wieder diesen Hadouken macht, mit dem er mir die Klamotten vom Leib reißt, dann... Da ist nicht mehr viel übrig. Die hat ein ziemlich knappes Outfit an. Oh, das hat funktioniert. Stehen die Möpse da wie eine Eins. Auch nicht schlecht. Meine Güte, da wurde aber noch ordentlich. Was? Da weicht der einfach aus, oder was? Boah, mit dem Mega-Kick. Weggebounced. Smack. Go home now. Jo, ich glaube, das machen wir nämlich auch. Cooles Spiel, macht mir richtig Spaß. Ähnlich gut wie King of Fight, wie Art of Fighting, finde ich. Ein bisschen kleine Sprites, die hätten sie noch ein bisschen größer machen können. Ich wollte doch gar kein Continue, Leute. So. Nein. Ich muss mal eben schnell hier raus aus dem ganzen Spaß. Jetzt wird schon wieder Amerika genommen. Weil ich würde doch gern noch gucken, was wir uns nächstes Mal angucken. Ah, hier, so. So viel von King of Fighters 94. Auch ein sehr schönes Beat'em-up, wie ich finde. Und beim nächsten Mal gucken wir uns folgendes Spielchen an. Top Hunter. Roddy and Casey. Kenne ich persönlich überhaupt nicht. Sieht ein bisschen aus wie so eine Art Metal Gear, wenn ich das richtig erkenne, ne? Oder? Voll die Viecher da. Na, schauen wir uns doch mal an. Also, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.